Hallo Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Cheppy. Ich bin sowas von Hype und ich hab sowas von Bock, Black Ops 3 live in die Tonne zu treten und mit diesem wunderbaren Spiel im Hintergrund weiterzumachen. Was ihr hier seht, sind 1,5 Runden von der, ich sag mal, Pre-Beta, After, Alpha, wie auch immer man es nennen möchte. Nur einige Auserwählte hatten ja das Glück, die sich mit ihren YouTube-Kanälen beworben haben, dass sie es anspielen dürfen. Die erste Phase ging ja damals beim Community-Reveal-Event los. Dieses Gameplay plus das später ist dann eine Mischung aus dem, was auf der E3 erspielt wurde und was einige von uns zu Hause erspielen konnten in einem gewissen Zeitraum. Diese Bewerbungsphase gibt es jedes Jahr beim COD. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich kann euch noch nicht alles verraten, weil das ganze Anspiel natürlich auch nicht ewig ging, aber die Beta wird für uns alle losgehen in 2 Wochen, Leute. In 2 Wochen ist es soweit. Wir werden alle mit den Codes Black Ops 4 spielen können. 5 Codes habe ich. Einen werde ich selbst brauchen für die 3 Tage am Wochenende. Freitag, Samstag, Sonntag. Gibt natürlich auch einen 72-Stunden-Livestream. Live aus der Zentrale Cheppy hier in Hamburg. Und ein Code ist schon versprochen. Das heißt, ich habe 3 Codes für euch. Und diese 3 werde ich verlosen. Ich muss mir noch überlegen, wie ich das Ganze mache. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall wird es eine geile Sache. Wenn ihr es vorbestellen wollt, damit ihr nicht auf Glück angewiesen seid, einen Code zu bekommen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Black Ops 4 zum Vorbestellen. Es ist egal, ob ihr über Amazon oder den PlayStation Store vorbestellt. Ihr könnt so oder so den Code bekommen. Wenn ihr über PlayStation vorbestellt, ist es eh völlig egal, dann downloadet ihr das Spiel, dann habt ihr so ein kleines Kästchen, wo steht, in so und so vielen Tagen beginnt es. Und sobald die Beta startet, ist das Kästchen weg und ihr könnt anzocken. So, solltet ihr über Amazon bestellen, bekommt ihr den Beta-Code, dann kriegt das Spiel erst zugesendet später. Und mit dem Beta-Code könnt ihr euch dann anmelden, Spiel downloaden und trotzdem spielen. Also es ist völlig egal. Wie gesagt, Leute, ihr würdet mich auch noch mit dem Link unten unterstützen, ihr zahlt keinen Cent extra. Im Hintergrund seht ihr auf jeden Fall eine runde Stellung mit der MX-9, ich nenne sie liebevoll immer die Scorpion. Sehr, sehr geile Waffe, das Ganze fühlt sich einfach krass an. Viele von euch kennen Black Ops 2, einige kennen es gar nicht. Es ist Movement von Black Ops 2 und Black Ops 3, das muss man ganz ehrlich sagen. Black Ops 2, weil sie es einfach, meine Meinung, die kurze Zeit, die ich es gespielt habe, sehr flüssig immer angefühlt hat. Man hatte das Gefühl, dass der Charakter genau das getan hat, was er sollte und was man wollte. Hier sieht man im Hintergrund, wird gerade ein bisschen geheilt. Das ist wirklich, es ist nicht so drastisch, wie jetzt einige denken. Ihr könnt euch einen Perk dazu auswählen. Das lässt euch innerhalb von einer Sekunde auf 150 wieder heilen. Eine Sache gibt es dabei zu bedenken, wenn ihr diese kleinen roten Ränder habt, wenn ihr angeschossen seid, auch wenn ihr gerade auf 150 geheilt seid, ihr seid immer noch ein Stück weak. Das heißt, der erste Schuss, wenn ihr noch ein Stück rot seid, macht mehr Schaden, als wenn ihr so wie jetzt keinen Schaden abbekommen habt. Da muss man wirklich sich ein bisschen reinfuchsen, aber auch das Heilen, es geht schnell, Leute. Es geht schnell, es ist einfach, das ganze Spiel ist darauf ausgelegt, dass es taktischer wird, dass es mehr Gameplay im Team ist, dass es nicht mehr Solo ist. Es sind nicht mehr 6 Leute pro Map, pro Seite, sondern 5. Das war jetzt auch in der Pre-Beta so. Aber ihr merkt es nicht. Dadurch, dass die Maps nicht riesig groß sind, ist wirklich sehr, sehr viel Action. Es wird schwieriger, glaube ich, krasse Gameplays zu erspielen. Aus dem einfachen Grund, nicht dass es 5 sind, sondern, ihr seht es ja, 150 Leben für jeden. Das heißt, im Prinzip ist es aktuell, würde ich sagen, so ein Schuss mehr als bei Black Ops 3. Aber dadurch braucht ihr eben auch eine Millisekunde länger, um einen Gegner zu droppen. Egal wie ihr zielt, egal ob es jetzt hier die Scorpion ist oder eine der 4 oder 5 Burstwaffen, die es mittlerweile gibt, die ja wirklich noch sehr, sehr stark sind. Die Namen der Waffen werden noch geändert, der Sound wird auch noch geändert. Wenn ihr das hier vergleicht mit dem ersten Footage, was man aus dem ersten Reveal-Event hat, die Sounds der Waffen haben sich geändert. Da wird noch ein bisschen was dazukommen. Es ist ja noch längst nicht fertig, Leute. Die Medaillen werden sich noch ändern. Man konnte nicht alle Streaks spielen. Ich habe hier dann gleich den Attack Chopper. Die Drohne funktioniert im Prinzip so wie immer zuvor. Sehr, sehr geil natürlich, dass es schnell geht. Man braucht also im Prinzip nur draufdrücken. Die Drohne ist innerhalb von, ich würde sagen, einer Viertelsekunde da. Hält ungefähr
Ich habe es nicht nachgerechnet. Ich würde sagen 13, 14 Sekunden. Auf jeden Fall sehr, sehr krass, Leute. Ihr habt mit den Spezialisten die freie Wahl für alles. Einige Spezialisten kennen wir aus Black Ops 3. Andere Spezialisten sind mit ihren Fähigkeiten, vor allen Dingen so wie der Ruinen, komplett neu. Der Angerhaken, den kennt ihr alle. Finde ich persönlich ganz witzig, ist aber auch schon die krasseste Form von Movement sozusagen. Also Scuff Jumps gibt es nicht mehr in dem Sinne, kein Gebooste. Dropshotten ist wieder komplett in. Ich habe beim Testen festgestellt, ich musste mich erstmal wieder dran gewöhnen. Hier ist der Attack Chopper dann. Also wie gesagt, Dropshotten ist auf jeden Fall, glaube ich, jetzt wieder eine der Hauptmöglichkeiten, den Gegner zu outplayen. Die einzige Bewegungsmöglichkeit vorwärts oder rückwärts ist eben das Line, wie ihr es hier seht. Das ist längst nicht so wie in Black Ops 3, aber es verschafft euch einen Vorteil. Und generell muss ich sagen, es ist, glaube ich, das Black Ops, auf was die meisten von uns gewartet haben. Zum neuen Blackout-Teil kann ich leider nicht viel sagen, weil es nicht anspielbar war, weil ich noch kein Footage davon habe, kein gar nichts. Ich bin kein großer Fan von Battle Royale in COD, weil ich immer der Auffassung bin, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind, aber ich kann Treyarch verstehen, dass sie da auf jeden Fall mitziehen müssen. Und wenn der Battle Royale-Modus hier so krass wird, wie sie es angekündigt haben, mit verschiedenen Teilen, von verschiedenen Black Ops-Teilen, von verschiedenen Maps, mit den verschiedensten Waffen, dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, sehr, sehr geil. Aber für mich gilt es als allererstes zu sagen, wie ist der Multiplayer, und der hat mir unglaublich Spaß gemacht. Beim Spielen, beim Zusehen, bei allem Möglichen. Es wird auch noch was noch Heftigeres kommen nächste Woche. Gibt ja auch so ein paar Beschränkungen, wie viel man hochladen kann, was man zeigen will. Will auch ein bisschen auf die Folter spannen, sag ich mal. Es ist auf jeden Fall wirklich... Ich feiere dieses Spiel, es ist geil. Ich lasse euch jetzt noch ein bisschen mit dem Gameplay in Ruhe. Und wenn ihr noch Fragen habt, folgt mir auf Instagram gerne, auf Twitter genauso gerne. Auf Twitch lasst gerne ein Follow da. Ich hatte schon die Überlegung, dass ich die drei Beta-Codes an meine treuen Unterstützer bei YouTube, ihr könnt ja seit neuestem da Unterstützer werden für, ich glaube, 4 Euro im Monat oder so. Da habt ihr dann eben zum einen Werbefreiheit, ein paar Emotes, ihr habt einen eigenen Chat mit mir. Also sehr, sehr cool. Das gleiche gibt es sogar mehr oder weniger umsonst auf Twitch. Wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr euren Amazon-Account mit Twitch verbinden. Das ist komplett kostenfrei. Bei Google einfach eingeben, das dauert eine Sekunde. Ich kann es sonst auch unten gerne verlinken. Und dann könnt ihr einem Streamer eurer Wahl einmal im Monat einen Twitch Prime geben und ihr zahlt halt nichts extra dafür. Und die Idee ist eben, meinen Twitch Prime Abonnenten und meinen YouTube Unterstützern, das ist im Prinzip beides dasselbe, unter denen dann, es ist aktuell die Idee, ist noch nicht sicher, unter denen dann die Beta-Code zu verlosen. So gibt es dann nochmal ein größeres Dankeschön von mir sozusagen zurück. Und jetzt, Leute, genießt es einfach, entspannt euch, seid hyped auf das Spiel, ich bin's definitiv und ich bin raus. Viel Spaß, haut rein! Enemy UAV above. Hardpoint is secure. Hardpoint located. Hardpoint locked down. Hostile tac deploy beacon online. We're almost there. Close this out. Shut them down. Net call. Hostile Hellstorm inbound. UAV standing by. In the turn, sensors are capturing your objective. UAV energy levels 50% depleted. Hardpoint identified. Hardpoint is secure. Spike. Mission objectives green across the board. In our zones. TACOM, establish UAV data link. UAV above, commencing surveillance operations. We're contesting Bravo. UAV enemy. Ice. Hostile UAV circling.
sensor dart away. They're taking Bravo. We're defending B. Ajax Waste. We're defending Alpha. Time's almost up. Make that push. Be advised, hostile attack deploy beacon active. They're low on lives. You know what to do. Authorizing. CUAV operations. Defending A. The enemy team have no lives left. We're contesting Alpha. Dart out. Mercs are taking Alpha. This round, but we're not done yet. Smoke them. Hostile down. Sheriff is down. Control. Special issue. Take all enemy zones. Seraph calling in UAV. UAV established overhead. Enemies contesting Bravo. UAV. We're taking B. Time check. Recon down. Threat removed. Gunslinger destroyed. Capturing A. Gunslinger doing work. Front. He's down. UAV standing by. Enemies contesting Alpha. Recon down. Hostiles contesting A. We're taking A. Perimeter established. Angels 10. Merc forces are contesting Alpha. The enemy team is running low on lives. They have us. Attack chopper available for tasking. Hostile tactical beacon online. Hostiles contesting A. Seraph, requesting attack chopper support. Hostile CUAV detected. Number 57 confirms hostiles. Hostile UAV circling. The enemy is out of lives. Shot out. We're low on lives. Exercise caution. Mission timeline check.
forces are contesting Alpha. Watch me work. Hostiles contesting A. Mercs would think twice before trying that again. Going down.